Das hier ist eine Tintenpatrone und das hier ist ein Druckkopf. Das sind beides Dinge, die Sie bei uns im Shop kaufen können und beiden ist gemein, dass Tinte drin ist. Aber was ist eigentlich genau der Unterschied? Das ist eigentlich recht einfach. Die Tintenpatrone ist sozusagen einfach nur das Gefäß, wo Tinte drin ist. Sie wird gewechselt, wenn sie leer ist. Ein Druckkopf haben diese Geräte auch, allerdings verbleibt der immer im Drucker. Alternativ gibt es bei einigen Geräten, auch herstellerübergreifend, das sogenannte Druckkopfsystem. Das ist im Grunde genommen auch mal erst so eine Art Patrone, also hier ist Tinte drin. Aber Sie sehen, hier vorne sind so einige Elektrochips und hier unten auch. Und das heißt, dass ganz vereinfacht ausgedrückt, die Tinte bei diesen Geräten direkt von diesem Druckkopf auf das Papier übertragen wird. Wenn Sie das also wechseln, wechseln Sie gleichzeitig die Elektronik mit aus, die dafür verantwortlich ist, dass die Tinte aufs Papier kommt. Das ist im Grunde genommen, vereinfacht ausgedrückt, der grundlegende Unterschied zwischen einer Patrone und einem Druckkopf.